Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zur ersten oder zweiten Folge vom Bus-Simulator. Ich kann gerade nichts aufnehmen, habe ich auch im Community-Tab gepostet. So, Moment mal, jetzt muss ich hier erstmal... Ach ja, geil. Moment. So, jetzt will ich das runter machen. So. Ach nee, so rum. Dann geh es so. Und dann fährt der auch schon. So, WLAN ist an. Dann brauchen wir nur Klimaanlage und wir müssen das schon auf 20,5 eingestellt. Okay. Und dann könnte es auch schon losgehen. Ich habe es bereits im Community-Tab zweimal gepostet. Wer es nicht gesehen hat, hat wahrscheinlich die Glocke nicht aktiviert. Selber schuld. Ich habe nämlich gepostet, dass wir aktuell kein Internet haben. Jetzt ist es seit 2 Wochen so. Wir haben seit 2 Wochen hier kein Internet, kein WLAN. Es ist einfach nur nervig. Die mobilen Daten von meinem Internetanbieter sind der letzte Rott. Und ich versuche auch gerade, meinen Internetanbieter zu wechseln. Für die Leute, die den Community-Tab nicht gelesen haben, bei uns ist ein Blitz in den Strommast eingeschlagen. Und... Ach komm schon, Mann, ich hasse es. Ich wollte schon lange ändern, dass diese Motortaste irgendwo anders hinsetzt. Aber nicht auf E. Ich komme da immer drauf. Moment mal, hä? Ach, hier vorne muss ich lang. Okay. Ich komme immer... Ey. Hallo, warte mal, Kollege. Ich bin... hier zuerst dran. Bei uns ist ein Blitz in den Strommast direkt neben unserem Haus eingeschlagen. Erstmal alle stockduster, Setup komplett auf und ein aufs andere aus. Habe ich auch auf Instagram gepostet. Wer mir da nicht folgt, auch selbst schuld. Gern in der Videobeschreibung verlinkt. So, jetzt werden sich manche fragen, du kannst doch ein Video hochladen. Wie geht denn das, wenn du kein Internet hast? Ja. Vielleicht sitze ich da an der Bushaltestelle, wo es kostenlos WLAN gibt. Wer weiß. Und da kann ich auch gleich nochmal eine Story zu erzählen, die mir letztens passiert ist an der Bushaltestelle unten. Ich wohne hier auf dem Dorf. Und da haben wir 2 Bushaltestellen, 2 unterschiedliche. Eigentlich haben wir 3 unterschiedliche Linien, aber 2 haben dieselbe Bushaltestelle. Und dann gibt es noch eine, die hat eine eigene, weil es eine eigene Route ist. Wir haben 2... Buslinien, die eigentlich so gut wie fast genau dieselbe Strecke fahren. So. Und. Zack. Oh, Junge. Warte. Ich bin noch nicht durch. So. Erstmal ganz gut um die rote Kurve gemogelt. Warum halte ich mich eigentlich an die Verkehrsregeln? Ich habe noch überhaupt keine Fahrgäste im Bus. Kann ich ja fahren, wie ich will. Und ja, ich hocke da manchmal unten an der Bushaltestelle, weil das Internet da schon gut ist, dafür, dass es öffentliches WLAN ist. Und da werde ich dann wahrscheinlich auch dieses Video hier hochladen. Das Problem ist nur, nach dieser Woche hier fahre ich... 10 Tage lang zur Ostsee in Urlaub. Und da ist dann halt mit Videos machen auch schwierig. Ich habe nämlich schon einen Vlog über die Ostsee gemacht und einen zweiten Vlog. Hat der Bus keinen Gepäckraum? Nein, der hat keinen Gepäckraum. Jetzt halt deinen Mund. Ja, zeig mal her, wohin fahren wir eigentlich? Stralsund, Usedom, ja. Servus, ich müsste noch ein Ticket bei Ihnen. So. Moment, Moment, Moment. Ach, wo ist hier unten? Weh, hier will noch jemand was kaufen. Ich muss die ganze Zeit nur runterscrollen. Ja, der will noch was kaufen. Hier ist mein Ticket, danke. Tag, ich würde gerne ein Ticket kaufen. Usedom, Usedom. Kann ich das hier machen? Ja, super, so machen wir das. Auf geht's. Mahlzeit, bin ich hier. Danke sehr. Grüezi. Ich habe auch gleich die perfekte Route ausgesucht. Ja, nee, dein Ticket will ich nicht. Das kannst du schön behalten. Und dann umweltgerecht entsorgen. So ein Zufall, ja. Fritzi, wo auch immer die herkommt. So, sehen wir alle? Ja, wir sehen alle. Gut, Klappe zu, alle tot. Herzlich willkommen bei Flixbus.
Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern dürfen. Bevor wir richtig in Fahrt kommen. Ja, habt ihr genug gehört? So. Ich kriege eh meine Punkte, egal ob ich das laufen lasse oder nicht. Ach, hier muss ich raus. So. 126 Kilometer. Ich dachte, das wäre kürzer. Ach, kacke, ich habe keinen Bock, dass wir... Oh, Junge! Hallo! Wie wär's, wenn du mich mal reinlässt? Meine Güte, und der biegt jetzt ab. Nö. Nö. Alles verschüttet. Danke. Woher hast du deinen Kaffee? Es gibt keine Küche in diesem Bus. Immer diese kackfrechen Leute, die einfach ihren Kaffee im Bus mitnehmen. Meine Güte. Ich darf hier wieder nur 50 fahren. So, komm, 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 fahr, fahr, fahr. Fahr auf noch. Ich kenne Taxifahrer, die besser fahren als sie. Ja, eben. Ich fahre aber kein Taxi, falls dir noch nicht aufgefallen ist. Du fährst den billigen Flixbus, weil du dir nichts Besseres leisten kannst. Und dann rummeckern, dass ich nicht der geilste Fahrer bin. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Genau, die Bushaltestelle-Story. Ich saß da an der Bushaltestelle. Und dann kommt so Grundschulklasse oder irgendwie sowas. Ist die Straße so schlecht oder nehmen wir einfach alles mit, was nicht ausweicht? Ich würde beides sagen. Die Straße sieht jetzt nicht so gut aus, aber wir nehmen trotzdem alles mit, was uns nicht ausweicht. Haben sie gut zusammengefasst? Bin ich in das Hausaufgabenheft. Wie gesagt, ich saß an dieser Bushaltestelle, kommt so, ich glaube, eine Grundschulklasse war das. Kam da vorbei. Kindergarten war es eher schon nicht mehr. Die sehen mich da halt, gehen in die eine Richtung. Ja. Und kommen dann nach einer Stunde wieder. Die waren auf der anderen Seite der Straße. Es war gefühlt 10 Meter entfernt. Ich habe die trotzdem gehört, was sie gesagt haben. Kommen die da zurück nach einer Stunde und sagen, der sitzt ja immer noch da. Oh, hat der überhaupt so viel Akku? Dann sagt, ich denke mal, es war der Lehrer. Ja, könnt ihr mal sehen, wie lange der Bus braucht. Und ich denke mir so, ach nein. Ach nein, also echt mal so. Ich will nicht sagen, so dumm kann man doch nicht sein, aber wer setzt sich denn an die Bushaltestelle und wartet eine Stunde auf den Bus? Warum setze ich mich nicht eine Stunde später hin und warte auf den Bus? Also, die wussten wahrscheinlich nicht, dass es hier kostenlos WLAN gibt, aber die Profis kennen natürlich ihr Revier, wo es WLAN gibt und wo nicht. Die andere Haltestelle hat es nicht. Schmutz in meinen Augen. Ah, das ist auch nicht von der Bushaltestelle selber, das WLAN, sondern von einem Gasthaus, was da zufälligerweise gegenüber liegt. So, ich hasse diese Kurven hier, wo man links, rechts die ganze Zeit lenken muss. Und dann macht sich der Bus wieder selbstständig. 60, komm, fahren Sie 60. Es gibt keinen Grund, hier 60 zu fahren, aber fahren Sie 60. Ich habe auch letztens einen Tempomat entdeckt, das heißt, ich brauche überhaupt... lenken muss ich noch, aber ich brauche kein Gas mehr geben. Das ist zum Beispiel gut, wenn er gerade ausfahren muss. Soll. Da brauche ich dann einfach nichts machen, kann mir in der Zeit was... Na gut, so viel Zeit ist dann auch meistens nicht. Das ist eigentlich nur selten der Fall. Warum muss ich denn hier immer noch 60 fahren? Ich könnte eigentlich jetzt Geisterfahrer spielen. Moment, wie viel haben wir noch? 100 Kilometer. Also auf der Gegenstrecke ist nichts los, aber wenn wir gleich eine Planke hier haben, ist das ein bisschen blöd. Also ich baue noch ein Thumbnail. Daher, dass ich im Internet mir nichts raussuchen kann, was ich dazu nutzen könnte, müsste ich am besten auch irgendeinen großen Unfall bauen, damit ich das als Thumbnail verwenden kann. Müssen wir mal schauen, wie ich das mache. Nee, ich will nicht nach links, aber das interessiert eh keinen, weil sich eh hier keiner an die Geschwindigkeitsbegrenzung hält. Kann ich jetzt bitte wieder 80 oder 100 fahren? Ey, das ist so nervig. Oder diese 10er-Zone. Da fährt doch kein Mensch 10. An diesem Bushaltestation. So, jetzt wo sie runtergehen, sonst habe ich gleich wieder die A-Karte. So, der Herr muss eh eigentlich rot haben, denke ich mir mal. So, was haben die hier? Die haben rot. Ach, jetzt haben wir grün, oder wie? Na, wir haben ein bisschen gespart an Zeit. Das hören sie, das ist das einzigst Freundliche, was die in dem Bus zu mir sagen. Es ist irgendwie traurig. Es gibt nur Personen, die ich anschnauze, dass WLAN nicht funktioniert, weil die internetsüchtig sind.
nach 5 Sekunden kommt dann das, was ist denn das WLAN-Passwort? Wieso funktioniert das WLAN nicht? Ich muss auf Snapchat Flammen aufbauen. Und dann gibt es noch Leute, die ihren Kaffee verschütten, den sich illegal mitgenommen haben, weil es hier überhaupt keinen Kaffee gibt. Eieiei, das sind hier richtige Gangster, sage ich euch. Und die nerven so richtig. Das Einzige, was ich Positives von denen bekomme, ist, dass wir zu früh sind. Oder dass die einfach mal ihren Mund halten, egal. Das ist wirklich das Schönste. So, Rudeldom, wir müssen raus. So, dann setze ich schon mal den Blinker. Die anderen Autos machen das nicht, weil die sind halt nicht so krass wie ich. Und wir fahren wieder Kurve, da darf ich wieder 40. Willst du mich fahren? Mir wird gleich schlecht. Mir auch. Obwohl eigentlich nicht, ne? So, 40. Ja, ist ja... Oh, nicht zu wenig lenken, sonst haben wir gleich wieder das Problem. Ey, wenn du in meinem Bus kotzt, ne? Das wischst du auf. Oder du zahlst das. Aber selbst wenn, dann wischst du es trotzdem auf. Ey, das ist so ein Schwachsinn manchmal hier mit dieser Begrenzung. Vor allem auf der Autobahn. Da darf ich, wenn es gut läuft... Ups. Mein Nagel ist angerissen. Ja, dann kauf dir neu. Die sind auch eh alle heutzutage aus Plastik. Auf der Autobahn hier, wir sind in Deutschland, ist unbegrenzt eigentlich. Aber hier darf ich 100, wenn es mal hochkommt, 120 oder 130 fahren. Das schafft mein Bus eh nicht. Oder darf ich einfach nur 100 fahren? Da denke ich mir, was für 100, da bin ich mit meinem kleinen Shuttlebus mit 160 rübergebrettert, während ich nur 80 oder 100 fahren durfte. Wir fahren, ich dachte, wir dürfen ja gar nicht so schnell fahren. Ja, ist Deutschland, ich darf hier so schnell fahren, wie ich will. Das wäre es auch bereits mit dem Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne mal auf Instagram folgen, steht hier oben. Da poste ich alles über meinen Urlaub oder auch über sonstige Sachen. Auch in den Stories, da bin ich mehr aktiv. Posts kommen da nicht so regelmäßig, aber Stories aktiv. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Ansonsten würde ich sagen, abonnieren, Glocke aktivieren, haut rein. Ich hoffe, das Internet geht bald wieder. Und ciao, Leute.